So, und da wären wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4 mit mir, dem Ulfgar. Ach, ja, ich bin wieder dabei und ich habe schon wieder das Intro scheiße hingekriegt, aber das macht alles nichts. Denn jetzt geht's nämlich weiter in diesem wunderschönen Ödland hier. Soweit ich weiß, habe ich das letzte Mal hier an der Stelle aufgehört, nachdem ich gesagt habe, ich mache die Runde mit gegen rechts, so gegen den Uhrzeigersinn um den See herum, sprich um den hier. Was dann bedeutet, dass ich dann halt hier so eine große Runde mache, um diesen Bereich, der jetzt hier von diesem Kreuz, von dem Autobahnkreuz hier quasi eingeschlossen wird. Also, scheiß drauf, ich rede jetzt nicht lang, ich gehe jetzt einfach mal... Warte mal, ich überlege gerade. Wie war denn mein Skillset? Ich brauche noch 1, 2 Level dafür. Und 1 Level für 2 Level dafür. Also brauche ich jetzt noch 4 Level. Das passt sogar, weil dann sind wir nämlich Stufe 13 und können hier mit den Waffen-Freak-Dingern weitermachen. Das ist sehr, sehr gut. Denn, wie gesagt, ich will ja Dogmeat auch langsam loswerden, da ich im Normalfall nicht so auf Begleiter stehe. Komm, los. Also will ich dann natürlich auch versuchen, diesen einen Perk da zu kriegen bezüglich des alleine Rumlaufens. Ja, damit ich dann auch entsprechend mehr aushalte und mehr tragen kann. Später werde ich dann eventuell doch nochmal 1 oder 2 Leute mit rumschleppen. Aber, naja, mal sehen. Vielleicht einen nehme ich dann vielleicht mal mit. Den maximiere ich, aber ich schätze nicht, dass ich den Rest irgendwann mal auf volle Leistung bringen werde. Es bringt einfach nicht genug, mit denen rumzulaufen. Die KI, die Waffen sind zu schwach. Die schaffen einfach zu wenig für mich. Also, für mein Empfinden. Es ist zwar schön, wie sie das hier nicht modifiziert haben, sondern modelliert haben, dass die ab und zu in Dialogen auch mal ihren Senf dazugeben. Aber ansonsten, ich schätze einfach ihre Anwesenheit nicht genug. So, jetzt muss ich aufpassen, weil hier unten nämlich diese komischen Scheißfliegen wieder rum sind. Ja, bei diesen Kackfliegen kann man nicht sagen, die Scheißfliegen fliegen. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese hässlichen Kackfliegen, die hier die ganze Zeit... Und hat einen Gegner entdeckt. Okay. Rumbrödeln. Ach, nehmen wir mal mit hier. Wo denn? Wo denn? Eine Insel. Ah, jetzt, ja. Nee. Ach so, ja. Nachladen. Also nicht, dass ich das nachladen... nicht, dass ich nicht will... Ach. Hab halt nur manchmal das Gefühl, dass ich gewohnt bin, dass die automatisch nachladen, sobald es leer ist. Weil das hat er jetzt hier nämlich nicht gemacht. Das kann aber auch daran liegen, dass ich die Schüsse einzeln raushauen muss. Ah, haben wir wieder die Notiz von... Oh. Plünderer. Impro-Pistole, Plünderer-Outfit ist mir egal. Nein, schade. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe hier wieder so eine Notiz von irgendeinem Typen. Hier an der Stelle lagen nämlich mal bei mir so komische Leute rum. Die waren halt tot und da hast du dann so eine Notiz von so einem Typen gefunden. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der die beauftragt hat oder ob der die verarscht hat. Und dann entsprechend hier abgemurkst hat, um ihm dann diesen Zettel in die Tasche zu drücken. Auf jeden Fall hat sich das dann in die Stadt geführt, in die Innenstadt. Und zu einer Nebenquestreihe, wenn du so willst. Hier ist nur Schrott. Nuka-Cola interessiert mich nicht. Die Messinglaterne nehme ich mit. Das ist Schrott. Und ich glaube, ich müsste die 10 mm dann irgendwann mal noch so ein bisschen aufsperren. Ja, jetzt rede ich schon, was ich lese. Ich meine, aufbessern. Okay. Schön. Mhm. Schrotpatron. Das ist immer gut. Lag hier vielleicht noch irgendwie ein Heft rum oder so? Nein, ich glaube nicht. Und wenn, naja, scheiß drauf, dann habe ich ja wieder ein Ödlandheft oder so. Dann kriege ich 5% weniger Schaden durch Ghule. Oh Gott!
Das bringt mir so einen guten Vorteil. Jetzt mal echt, also. Ist ein bisschen im Design untergegangen, glaube ich. Halt. Ah, nee. Ja, und der Grund, warum ich jetzt im Moment auch mit der 10mm rumrenne, ist dieser hier. Ich habe mit der... Ach, eigentlich scheiß drauf, komm, ich nehme die 38er, weil die hat nämlich im Moment nur 174 Schuss. Mit der 10mm habe ich... Nein! Was? Mehr. Ja, das meine ich halt. Die lassen sich immer nur ganz, ganz, ganz schlecht überhaupt... Ja, ganz toll. Siehst du, jetzt lädt er automatisch nach. Manchmal verstehe ich das nicht. Warum hauen die denn jetzt ab? Hä? 50%? Der ist direkt vor mir. Okay, warten wir mal noch ein Stück. Dann schießen wir halt... Da, ich kann es nicht anvisieren. Ich würde gerne auf den Flügel schießen. Danke. Deswegen hasse ich diese Kackviecher, weil die einfach so scheiße modelliert sind, dass man die kaum angeklickt kriegt. Was ist denn da los? Wo ist das? Das brennende Reif? Das ist ein Joke? So ein Easter Egg? Von für The Simpsons oder was? Oh, was ist das denn? Wo geht's hier hin? Das habe ich noch nie gesehen hier. Also ich bin hier gerade zum ersten Mal und ich bin überrascht, dass ich hier einen brennenden Reifenhaufen habe übersehen können. Die anderen vier, fünfmal, die ich jetzt hier gespielt habe. Nee, das ist die Map-Grenze, das ist gar nichts irgendwie. Mm-mm. Warte mal, ist eigentlich gerade Nacht? Also, ja. Du kannst nicht in diese Richtung gehen. Ja, okay, also es scheint irgendwie... Entweder ist es was anderes oder ist es einfach nur Map-Design. Sollte vielleicht mal einen Schluck essen. Ein Stück essen. Eichhörnchen am Stiel, das reicht. Oder ist es wieder irgendwas mit einem random Spawn und ich habe einfach nur scheiße Pech gehabt. Aber einen brennenden Reifenhaufen habe ich auch noch nie gehabt im Random Spawn. Von daher. Zieh die Waffe. Danke. Hier ist noch mehr Rohr. Und. Was ist das denn für ein komisches Rohr? Wo geht denn das hin? Kann man das finden? Läuft das irgendwie in ein Kraftwerk rein oder sowas? Was ist das? Da ist diese komische Kirche, zu der ich normalerweise immer gegangen bin. Aber dann lass mich doch mal eben hier oben ein bisschen was schauen. Vielleicht gibt es ja hier dann doch noch was, was ich damals nicht gefunden habe, was ich noch nie gefunden habe, weil ich mich nicht erinnern kann. Ah ja, genau, das ist diese komische Basis, wo man dann rauskommt. Da sind dann die Räder drin. Die interessiert jetzt aber noch nicht. Okay, kommt man da hinten auf die Brücke drauf? Kannst du mal bitte springen? Das Ding ist nur ein Hallo? Danke. Ich will nämlich jetzt hier gerade mal gucken. Nee, das sieht nicht so aus, als käme man da drauf, weil die nicht wirklich modelliert ist hier. Also, da ist jetzt kein Auto drauf, kein gar nichts. Ich schätze mal nicht, dass man da raufkommt. Was sagt denn die Karte eigentlich? Müsste doch jetzt hier schon mehr... Ja. Mehr oder weniger am Maprand sein. Also, du kannst in diese Richtung nicht gehen. Ja, hier ist der Zaun, okay. Dann habe ich ja wohl nichts verpasst. Weil jetzt hier oben kommt dann nämlich die unsichtbare Alpha-Wand. Das heißt, du kannst da nicht weitergehen. Tja, dann haben sie da einfach nur irgendein komisches Rohr in den Boden gelegt, ohne irgendeine Funktion. Habe ich eigentlich noch? Ja, habe ich noch. Ja, dann werde ich mir jetzt erstmal hier vorne dieses kleine Lager zur Brust nehmen. Was ich ja eigentlich auch schon vorher vorhatte.
Denn dort gibt es auch eine kleine Werkbank, die man dann entsprechend wieder benutzen kann. Entweder macht man sich dann jetzt hier draus ein Dorf oder man benutzt es als Rohstoffquelle, so wie ich. Da hast du hier so ein schönes Teil halt, ne? Das Haus in der Mitte ist auch das einzige, das, glaube ich, funktionierende Lichter hat. Ganz davon abgesehen ist der Rest cool verseucht. Alte Scheiße, hat er viel Leben. Wow. Wo ist mein Leben hin? Okay, die sind ja echt gefährlich jetzt. Ladung widerstehen. Warum nicht? Wahnsinn. Ich hab mich zweimal geschlagen. Ich war fast tot, ey. Das ist Wahnsinn. Leguan am Stiel nehme ich mit. Die Impro-Pistole nehme ich mit. Das Spielzeugauto nehme ich auch mal mit. Was ist das? Ödland-Überlebensführer. Getötete Tiere bringen dauerhaft einen Zusatz. Nett. Taktisch mächtiges Metallrüstung ziehe ich wieder. Gemüsestärke. Dünnes Becherglas. Leichtbau-Metallrüstung. Das sind dann 5. Die macht 17. Guck mal hier, also. Nee, das lohnt sich nicht. Dann lassen wir das Ding erstmal noch so, wie es ist. Eine Golduhr, Erkennungsmarken, Militärbrett. Taktisch mächtiges Jagdgewehr. Naja. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn das Ding nur so einen kleinen Kolben hat. Was ja eigentlich in dem Sinne dann gar nicht mal ein Kolben ist, sondern nur ein Griff. Ja, Doc. Du, Doc Meat. Ich nenne ihn jetzt einfach Doc. Er findet den ganzen Tag lang was. Problem ist halt nur, es ist nie wirklich irgendwie brauchbar. Lässiges Outfit. Scheiße. Warte mal, das könnte eigentlich behalten. Das Militärbarett, das hebe ich mir noch auf. Wobei, nee, komm, scheiß drauf. Die Militärrüstung kann man nämlich später nochmal verwursten. Das ist übrigens so ein Mr. Handy. Den haben hier die Anwohner umgebaut, weil er ansonsten in seinem normalen Modus irgendwie ein bisschen zu aggressiv gewesen ist. Deswegen haben sie ihn in diesen Hippie-Modus geschaltet. Das. Wer ist? Eine Kakerlake. In einem. Ja. Ist egal, das ist nie passiert. Stärke nur, dass ich das aufnehme. Dann hier den ganzen Schrott, den kann ich eigentlich. Ich brauche ihn gar nicht mitnehmen, weil er ja dann jetzt. Eigentlich brauche ich gar nichts mitnehmen. Sondern ich muss nur darauf achten, dass ich verschlossene Container öffne. Später dann. So, oh, eine Militäruniform. Das ist gut. Die sieht nämlich besser aus. Die macht Schadensresistenz. Oh, habe ich nichts an? Doch, ich habe doch eine Armeeuniform an. Schadensresistenz plus 5? Seit wann machen die Schadensresistenz? Ich dachte, die ist wie die Armeeuniform. Beweglichkeit gegen Beweglichkeit und Stärke. Na, ich verliere ein bisschen Tragekraft. Aber ich kriege 2 Beweglichkeit. Guck mal, jetzt sehen wir nämlich so aus. Jetzt haben wir nämlich hier so ein leichtes Tarnfarbenzeug. Das sieht man jetzt hier allerdings nicht so gut, weil, ne, ist für Laubwald. So viel ist schon mal klar. Wobei es jetzt natürlich in dem Ödland wahrscheinlich praktischer ist, wenn du ein Betongrau trägst. Ist hier noch irgendwas? Hier hätten wir nochmal Nuka-Cola, knusprige Eichhörnchenbissen. Ach, hier hat noch jemand gepennt. Okay. Abgefahren. Professor Goodfields. Ja, warum sie den nicht gute Gefühle auf gute Gefühle übersetzt haben, ist mir auch ein bisschen zu hoch. Alter!
Insta-Death. Verwundene Impro-Pistole. Ja! Ja! Eine gute Waffe. Warte mal, Impro-Pistole, das ist so ein Impro-Revolver. Dann können wir den nämlich abwählen. Der ist... wo ist denn der eigentlich? Der ist hier. Den baue ich zu Hause nämlich auseinander und dann packe ich den jetzt rein. Revolver-Pistole, ja. Geil. Mit jedem Schuss mache ich jetzt nämlich noch 25 Blutungsschaden. Das heißt, wenn ich die getroffen habe, kann ich sie dann beim Sterben beobachten. Da drüben haben wir dann, glaube ich, nochmal einen Gunner, ne? Kann ich jetzt hier leider nicht sehen. Ich habe keinen Zoom. Müssten aber Gunner sein. Da haben wir nochmal eine Kakerlake. Machen wir es über den Watz. Das Watz kann das besser als ich. Gut. Dann müsste das jetzt die letzte Hütte sein. Da ist doch aber bestimmt nochmal ein Ghoul drin. Ne, da ist gar nichts. Die ist nämlich kaputt. Da ist so ein komischer verbrannter... Ne, vertrockneter ist es. Die sind vielleicht... Also die machen viel Schaden. Sauberes rosafarbenes Kleid. Natürlich, das ziehe ich ganz bestimmt an. So, dann müssten wir jetzt nämlich auch alles getötet haben. Und Sunshine Tidings Terminal, das könnte ich nochmal kaputt machen. Lohnt sich aber nicht. Warte mal, kann ich mit dir reden? Nee, kann ich nicht. Warte mal, doch. Also, nein, aber ich will mal was probieren. Cheat. Wenn das nicht das richtige Passwort ist. Schlückchen Tee nebenbei. Da. Kommst du her? Dann würde ich sagen... Da muss doch noch irgendwas sein zum Klicken. Nee, nix. Der ist auch offen. Ich glaube, das war's. Den Rest muss ich per Hand behandeln. Ach nee, hier unten ist noch was. Okay, learn. Nix. Tiles. Ein Treffer. Tiles. Dann ist es Cheat auch nicht. Dann wird's... Beams? Da ich jetzt keine Lust habe, dass das Ding gesperrt wird, gehen wir einfach wieder raus und wieder rein. Vielleicht habe ich jetzt eine bessere... Ja, das ist doch bestimmt. Da und da und da. Guck mal, wie gut das geht hier. Da und da. Der hier. Der hier. Da bleibt da bestimmt... Boah, nur noch eins übrig und das ist richtig. So, hier haben wir nämlich die Mr. Handy Steuerung. Und dann kann ich die Einheit abschalten oder das Protokoll wählen. Ich hätte gern mal das Wachprotokoll. Für Wartungs... Ja, wenn ich jetzt hier für Wartungsprotokolle zurückkehren anklicke, fliegt er nämlich rüber in die Innenstadt. Und der kriegst du eine Kartenmarkierung zu einem Geschäft. Immer. Gehen wir aufs Wachprotokoll. Kann ich dir helfen? So, und jetzt sollte er irgendwas anderes machen. Warte mal, kann ich sein Holoband, kann ich da ein Holoband vielleicht rausnehmen? Ist es möglich? Ansonsten, nee. Aber, oh, er folgt mir. Hallöchen. Auslöschen. Er folgt mir. Cool. Wusste ich gar nicht. Denn jetzt kommt nämlich wieder mein großer Trick. Scrap. All. Nee, nicht Scroll, sondern Scrap. All. Alles klar. Inhalt zur Werkbank übertragen. Auslöschen. Auslöschen. Dogmeat. Stopp. Hey. So, du kriegst jetzt wieder Schrott. Schrott. Der Hund kann nichts mehr tragen. Ach, wir müssen nochmal herkommen, wie es ausschaut. Dann,
ja, das reicht schon. Dann werde ich jetzt nämlich nochmal eben fix nach oben gehen, den ganzen Schrott und die ganze Scheiße da ablagern. Dann kommen wir da nämlich wieder her, weil danach geht's in die Kirche und da gibt's ein kleines Geheimversteck. Schaut euch an, wie hässlich dieser Raider aussieht. Ich habe bis heute nicht verstanden, was dieses komische Rohrgerüst oben auf dem Kopf soll. Hey. Hallo, ich will handeln. Bleib mal stehen. Hallo, stehen bleiben. KI, bitte werd intelligent. So, dann hatten wir hier noch ein bisschen unnütze Kleidung. Da machen wir erstmal die Armeeuniform rein. Das lässige Outfit, Militärberat, das Kleid. So. Ah, ich mache jetzt erstmal den Revolver. Impro-Pistole, die kann ich, glaube ich, alle wegmachen, ne? Kurzer Lauf, Standardgriff, Standardmagazin kann weg. Kurzer Lauf, Stummellauf. Müsste ich sogar für bezahlen. Standardkolben, Standardgriff. Standardvisier, keine Mündung, Standarddingens. Und dann rüsten wir ihn hier mal aus. Wenn ich jetzt hier auf gehärtet. 37. Kein Kleber. Doch, drei Kleber. Okay, ich habe aber inzwischen genug. Das können wir mal machen. Verlängerter leichter Lauf. Ich habe nur einen kurzen Lauf. Standard. Achso. Verbesserte Präzision aus der Hüfte, unterlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Verlängerter Lauf, überlegende Reichweite und Präzision durch das Visier, erhöhte Rückstoßdämpfung. Verringerte Präzision aus der Hüfte, mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Prinzipiell egal, welche ich nehme. Hier brauche ich Kupfer. Das heißt, das kommt nicht in Frage. Ich werde den Scharfschützengriff nehmen oder ich nehme den Kolben. Dann, hier ist es eine Pistole, da ist es ein Gewehr. Pistole, Gewehr, Pistole, Gewehr, Pistole, Gewehr. Ich mache mal ein Gewehr draus, weil da habe ich eine bessere Rückstoßdämpfung. Und da habe ich die Mod nämlich schon. So, das Visier, eigentlich scheißegal. Und die Mündungsbremse, das ist eigentlich auch egal. So viel wollen wir nämlich nicht in diese hässlichen Waffen stecken. So, der mächtige Verschluss, Standardverschluss, da brauche ich kein Ding jetzt für, deswegen können wir das ganz gut mal ersetzen. Dann nehme ich das Standardvisier. Schnellladmagazin zum Standardmagazin. Und der Rest kommt dann nämlich weg. Dann ist es jetzt nämlich nur noch ein scheiß normales Jagdgewehr. Und das interessiert keinen. So, aber die scharfschützengehärtete Pistole, der hat... die hat schon... Okay. Ja gut, es gibt natürlich noch den Effekt, dass ich jetzt von Anfang an auf schwer spiele. Den habe ich nicht beachtet. Habe ich mir da oben jetzt irgendeine Markierung hingesetzt? Okay. Das Ding ist gesetzt. Dann kann ich hier noch Essen einfügen. Bier, Bourbon, Brahminfleisch, Leghorn am Stiel. Das war verkehrt. Gebackene, gegrillt, gegrillt, knusprig. Köterkeule, Leghorn am Stiel, Maulwurfshappen, Mentats, Kakerlakenfleisch. Rad, Redaway, schmutziges Wasser und die Tato-Blume. Kann ich die jetzt anpflanzen oder? Ach nee, ich wette mal, die kann ich nur benutzen, um da irgendwelche Tränke draus zu machen und so einen Schrott. So, dann müssen wir da jetzt nochmal einmal fix hin. Holen wir uns das Holz ab und dann kann ich weitergehen. Macht die Folge vielleicht ein 10 Minütchen länger, weil ich ja jetzt hier so lange damit beschäftigt bin, die Dinger hin und her zu lagern. Gucken wir mal. So, ist unser Mr. Handy noch hier? Ich höre ihn jedenfalls nicht mehr. Und wenn, es ja auch nicht so schlimm. Caution, do not open during operation.
würde gerne wissen, was passiert, wenn ich ihn öffne, während er in Nutzung ist. So. 83. Können wir das noch ein bisschen reduzieren? Natürlich, ich habe ja hier noch diese Metallrüstung. Ah, jetzt haben wir auch Licht. Da kann ich gleich nochmal den Charakter ein bisschen im Licht zeigen. Fusionskern, okay. Ja, die Mods könnte ich eigentlich mal noch reinpacken. Ach ja. Ja gut, der Ordner jetzt, der wiegt jetzt auch nicht. Das ist nicht so schlimm. Packen wir bitte die Mods weg. Nochmal ein bisschen gespart. Und das füllt sich langsam. Ich muss sagen, es ist gar nicht so schlimm mit dem Klassikradio. Ich hätte mir das wesentlich schlimmer vorgestellt. Angesichts der Tatsache, dass ich ansonsten immer das Diamond City Radio drin habe. Was ich jetzt leider nicht machen kann, was eben auch dazu führt, dass man nicht vom Radiomoderator erfährt, was man alles selbst in der Welt gemacht hat. Große, lange Pause, aber ich denke, damit kann man leben. Also damit solltet ihr leben können. Wenn ihr damit nicht leben könnt, könnt ihr mir das natürlich auch gerne sagen, aber ich kann nicht viel dagegen tun. Da fällt ein Auto runter. Da fliegt ein Auto weg. Da fällt ein Gunner runter. Das war ziemlich dämlich, was ich gerade tue, aber irgendwie muss ich das hier ja kaputt kriegen. Mann, es ist echt schwierig, wenn ich das... Also auf der Schwierigkeitsstufe schwer ist das Spiel am Anfang gar nicht so leicht. Sagt ja der Name. Dann essen wir mal ein paar Kakerlaken. So, Brille mit schwarzem Gestell, Gunner Wachbekleidung. Kann die irgendwas? Ja, selbst die macht Schadensreduktion. Oh, ich habe Gordon Freeman getötet. Ach du Scheiße. Wer befreit uns denn jetzt hier von allem? Ne? wo ist denn der? Ach, hier ist der andere Gunner. Kaliber 50. Fusionszelle. Mais, Laserpistole. Leder, schmutzige Armeeuniform. So, jetzt schätze ich mal, sollte ich den hier nehmen? Und dann hoffen wir einfach mal, dass ich da oben nicht direkt über den Haufen geschossen werde. Doch. Kopfschuss. Nein, 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 nein. Oh, verdammte Kacke. Ich dachte, ich könnte mich unter dem Teil verstecken, aber das hat nicht funktioniert. Ich hoffe, auf dich ist dein Kopfgeld ausgesetzt, weil du hast gleich keinen mehr. Dann wirst du nämlich wertlos. Hihi. Machen wir ihn mal so kaputt. Darf ich? Ich hab getroffen. Oh. Stimmt, da war ja noch was. Oh, der hat aber nicht viel dabei gehabt. Schön. Hätten wir das erledigt. So, dann kriegen wir hier nochmal einen schweren Impro-Revolver. Ah, sehr schön. Muss ich direkt nochmal nach Hause. Und ich hätte mir den vorne das Ding sparen können, den Lauf. Den hätte ich jetzt gekriegt. Aber das kann man nie wissen. Aber weil dann kann ich jetzt nämlich nochmal nach Hause und dann kann ich meinen Revolver verbessern. Der hat nämlich, glaube ich, nur einen Standardverschluss. Der hat hier einen schweren Verschluss.
Den kann ich dann einbauen, dann mache ich mehr Schaden. Oder? Schwerer Impro. Wo ist denn das Ding hier unten? Ja, nee, gehärtet habe ich. Ach, warte mal. So eine Waffenbank. Gehärtet. Gehärtet ist besser als schwer. Naja, dann, ansonsten ist der Rest gleich. Einen lasse ich mal übrig. Die kann ich dann nämlich später, falls mir die Munition ausgeht oder ich aus irgendeinem Grund sowas brauche. Fusionszellen. Ach, schade, wenn es jetzt Fusionskerne gewesen wären. Wenn ich aus irgendeinem Grund irgendwie mal die Waffe brauche, kann ich sie dann halt entsprechend schnell nehmen. Weil ich ja jetzt, wie gesagt, dann unten in dieses Geheimversteck gehe und das ist natürlich bewohnt. Dieser scheiß Köter hätte mich fast diese Klippe hier runtergeschmissen. Also ich habe ja eigentlich nichts gegen Dogmeat, aber die KI, die nervt schon extrem. Die rennt in dich rein, rennt dich um. Kannst nicht viel dagegen tun. Ich sag's auch so, also wenn der mich jetzt die Klippe runterschubst oder so, dann mache ich mal ganz kurz einen Gottmodus an, damit ich da unten wenigstens nicht dann tot aufschlage. Vorkriegsgeld. Oh, ein Safe. Wie viel? Experte. Kriege ich natürlich nicht auf. Warte mal, ist das so ein Ding, wo... Nee. Sind nur Generatoren, aber da sind keine Fusionskerne drin. Das alles für nichts. Gut. Ja, und da will ich jetzt nämlich rein. Hüpf. Der letzte Schluck war bitter. Zeit für mehr Tee. Oh, man hört mich gar nichts eingießen. Ich kann ja dabei ganz leise reden, damit das Mikrofon aktiviert ist, aber ich denke, man hört so gut wie nichts davon. So, hier könnte ich nochmal Essen machen, aber nee. Ab geht's. Ja, aber ich brauche jetzt echt langsam mal ein paar Räder, sonst geht mir die Munition aus. Halt. Hat das Ding vielleicht noch irgendwas Interessantes? Geiler Steuerknüppel. What the fuck? Ich glaube, das haben sie nicht wirklich richtig fertig gekriegt, hier das Teil. Oder gar nicht wirklich fertig machen wollen. Was ist das? Wahrscheinlich eine Erntemaschine oder so ein Kram. Oh, was haben wir denn da? Eine Hütte. Und eine Kiste. Leider war hier gesprungene Zahl. Ah, Raider. Oh, der hat eine Schrotze. Nach oben bitte. Er ist aber gestorben. Noch einer? Nein, das war's. Lederrüstung, rechter Arm. Nehme ich mit. Der andere war jetzt hier, ne? Ja. Kurzläufige Schrotflinte. Schlagring, Lederrüstung. Alles klar. Halt. Ich war hier oben noch nicht fertig. Ich muss übrigens nochmal vielleicht ein bisschen schauen, ob ich das mit den Videos besser hinkriege, weil an Tag, wenn ich jetzt hier draußen so rumlaufe, sieht das Video doch schon ein bisschen bescheiden aus. Habe ich beim letzten Mal noch festgestellt. Also ist gut möglich, dass ich dann da eventuell nochmal Hand anlege. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das ansonsten noch hinkriegen könnte. Ich könnte... Nee, kann ich auch nicht. Oh! Räder interessiert mich nicht.
Ich könnte vielleicht irgendwie, also hatte ich gedacht, dass ich das irgendwie, dass ich dem mehr Ressourcen zuteile oder dass die Qualität an sich ein bisschen runtersetze, sodass diese komischen Artefakte dazwischen alle nicht so sind, aber naja, ich glaube, das liegt generell einfach nur am Codec, beziehungsweise an der Art und Weise, wie ich das Video aufnehme. Nämlich über die Grafikkarte, weil ich über die CPU überhaupt nichts aufnehmen kann. Wenn ich jetzt hier gucke, 70% Auslastung hier unten drin, das wird sonst schwierig. Findet sie und tötet sie. Wie bitte? Guckt euch den Turm an, der blutet. Nur verfickte Feinde verstecken sich. Hast du es gehört? Komm raus! Gleich fliegt die erste Granate. Oh, jetzt geht's ab. Oder Doc übernimmt das. In den Kopf. In den Kopf. In den Kopf. Komm her. Da hinten ist noch ein Reiter, da war er gerade eben. Das war ein schöner Kopfschuss. Okay, gucken wir doch mal. Ja. Was war zum Staatlichen mit Leuchtvisier abgestimmtes Jagdgewehr? Käfigrüstung sieht scheiße aus. Tiergewehr, Springmesser, Räderrüstung. Ja. Nein. Terminal-Grafikkarte, sehr schön. Kann ich zu Hause wieder ein bisschen was mitmachen. Eine Dose. Keine Sorge, bla bla bla. Das sind wieder nur irgendwelche Briefe. Dann hätten wir hier einen Kram. Mentats Buff-Out, brauche ich alles nicht. So, und dann gehe ich nochmal ganz kurz an das Teil hier. Hier mal ein. Sieht schlecht aus. Ne, das war's. Scheiße. Das Wort ist auch schön hier. Guru. Aber zumindest ist es nur ein vierzeiliges Dingens. Stelliges Passwort. Game. Geschafft. Ah. Sehr gut. Turmsteuerung. Deaktivieren. So. Jetzt kann ich hier drüben nämlich ganz in Ruhe an den Turm rangehen. Der hätte mich jetzt sonst hier beschossen. Und den hier machen. Oh, guck dir mal mein Leben an. Ich gehe vielleicht noch mal eine Minute schlafen. Was ja hier auch möglich ist, weil hier ansonsten natürlich keiner herkommt. Um zu gucken, warum seit einer Stunde lang niemand hier hinten großartig irgendwas tut. Und geht er jetzt in die Luft? Nee. Psst. So, warte. Schicken wir nämlich Doc Meter einfach mal ran. Guck dir das an. Gut, er macht nichts. Dann hoffen wir mal, dass die Explosion keinen Schaden anrichtet. Nee, tut sie nicht. Okay. Provisorische Batterie, da ist immer schön ein bisschen Stahl und Säure dabei. So, viele, viele Werkbänke. Die brauche ich doch nicht. Gehen wir mal weiter. Und auf die Tür.
Da hätten wir schon mal einen. Der steht da so ganz unverholfen. Jetzt bewegt er sich natürlich. Bleibst du bitte stehen? Du bist ein Braver. Ich hab was gehört. Dankeschön. So arbeitet man noch gerne. Jetzt komme ich auch wieder nicht rein. Der Rest ist leer. Da ist nichts und da scheint auch nichts zu sein. Molotow nehme ich einfach mal mit. Automatikpistole, Raiderrüstung, das war verkehrt. Die kannst du behalten. Ich nehme nur die Metallrüstung mit. Auch wenn sie mir eigentlich nichts bringt. Ach naja, man weiß ja nie. Hm. Scheiße, Campkiste. Mist. Ist auch egal. Die wiegt zum Glück nicht. Die Gartenkiste, militärisches Klebeband. Eine offene Campkiste. Ja, ja, abgenutztes Klemmbrett, ein Bleistift. Passwort zu. Ja, okay. Da kann ich jetzt erstmal. Pass auf, machen wir mal. Okay, oder so. Türen öffnen. Ach, jetzt muss ich wieder warten. Bei manchen Terminals muss man immer ewig warten, weil diese Computer hier in dem Spiel, beziehungsweise generell in dem Universum, scheißen lahm sind. Das sind so ganz alte Kackteile. Der hat 64 KB Kilobyte RAM. Meine Uhr hat mehr. Aber das gehört ja dann entsprechend auch zu der Welt hier dazu. Nehme ich mit, kann ich schlimmstenfalls kaputt machen. Eine Mini-Atombombe. Ja, der Fat Man liegt ja, glaube ich, da hinten auch irgendwo im Regal rum dann. Ah, da haben wir wieder jemanden. Ich. Sehr cool. Ich liebe dieses Teil. Komm raus. Das ist kurz und schmerzlos. Scheiße. Lauf mir. Tue ich aber nicht. Ja. Okay. So, das Regal, das lasse ich einfach mal stehen. Da ist nämlich zu viel Essen dabei. Das würde ich dann nämlich nur wieder wegschmeißen. Auch wenn da jede Menge Dosen bei sind, die dann natürlich Stahl bedeuten würden. Wie hier zum Beispiel. Da war auch nochmal Essen dabei, aber das ist... Ah, hier ist der Fatman. Nicht so schlimm. Ich habe keine Ahnung, was da gerade drin war. Impro-Pistole, Leder-Kombi. Und wieder Dosen. Doch ab und zu mal eine heile Dose dabei oder sowas. Da kriegst du dann auch mal nochmal Aluminium. Ah, wo ist das Radio? Da oben. Okay. Entschuldigung. Das passiert des öfteren mal. Ich könnte vielleicht nochmal irgendwo schauen, dass ich meine Mod runterlade, die mir die ganzen Dinger da ersetzt. Dann kann ich da nämlich irgendwelche einspielen oder so. Ich trage zu viel, okay. Muss ich auf Dogmeat warten. Die dann entsprechend geschützt, nicht geschützt sind oder vielleicht... Wo ist der Hund überhaupt? Oder vielleicht... gemutet sind. Also, dass ich da quasi Stille einfüge. Hallo? Wo ist denn der Hund? Hm. Dogmeat? Hallo? Nicht, dass der da jetzt immer noch an dem komischen Geschützturm rumsteht. Okay. Ich krieche dann mal langsam hinüber. Nee.
Und beweg deinen Tier hintern. Wo ist er denn? Er steht da immer noch rum. Das gibt's ja nicht. Hallo? Geh dorthin. Ah. Jetzt funktioniert's. Hey. Ach. Kann ich jetzt... So, hey. Befehl, handeln. Danke. Schrott. Und den Fatman kannst du ganz sicher auch noch tragen. Dann kriegst du das hier alles. Das hier, das hier, das Repetiergewehr, das Jagdgewehr, das Gewehr. Die Lederrüstung. Die, das, das. Und jetzt ist er voll. Okay, alles klar. So, was haben wir denn hier hinten? Gibt's da? Da liegen Minen. Und hier noch mehr? Ich hoffe, der Hund bleibt. Nein, er kommt natürlich mit. Da sind noch mehr. Immer ganz gut, wenn die im Dunkeln liegen, weil dann sieht man sie leuchten. Legendärer Raider, sehr gut. Da haben wir wieder dann eine Chance auf ein gutes Item. Bist du der Legendäre? Ne, du bist nur ein Psycho. Aber jetzt ist er ein toter Psycho. Das war klar. Marie's kurz und schmerzlos. Glaub mir. Kann ich sehen. Liegt vielleicht daran, dass ich dir gerade in den Kopf geschossen habe. Und tot. So, warte mal, was war ein Wegschmeißen? R. Das war verkehrt. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Scheiße jetzt. Naja. Ach du Scheiße, hier ist da schon wieder dieses beknackte Radio irgendwo. Oh, es ist unter mir. Da komme ich jetzt nicht ran. Na gut, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Ich laufe den anderen Weg mal lang. Und ich hoffe einfach mal, ich speichere jetzt mal hier, dass die dann immer noch da liegen, wenn ich jetzt... Hey, mitnehmen. Da wieder hinkomme. Und, geh mal weg. Danke. Es läuft sich dann nämlich... Also diese Dungeon hier, die läuft sich ein bisschen besser, wenn man das so rum macht. Weil man ja quasi... Also ich bin quasi von hinten reingegangen. Da bei der Kirche, da kommst du nämlich eigentlich raus. Ist jetzt quasi dann halt alles verkehrt. So, warte mal. Das wird jetzt das einzige Mal, wo ich tatsächlich mal eine Granate benutze. Denkst du, du könntest dich verstecken? Ja, alles klar. Ihr habt's gesehen, ne? Dazu muss ich nicht viel sagen. Okay. Zeig dich! Los, wenn du dich traust! Irgendwann wird dir die Munition auf. Arschloch. Emaillierte Metallrüstung mit Taschen. Nehme ich mit. Lederrüstung rechtes Bein, Metallrüstung. Hier.
Plus 10. Ansonsten hat den gleichen Verteidigungswert gegen Energiewaffen, von daher macht das nichts. Die scheinen nebenan zu sein. Aber hier war doch noch ein normaler Raider. Da liegt er doch. Nee. Doch. Ich wusste doch, da habe ich noch einen erwischt. Weil ich habe zwischendurch oben ganz kurz die HP-Anzeige eines Raiders gesehen. Also wirklich, da stand ganz kurz Raider. Das ist jetzt natürlich ein kleines Problem, weil hier vorne das dumme Radio ist. Ja, oh mein Gott, Hund, verpiss dich doch mal. Ey, Entschuldigung, aber sobald ich hier raus bin, lasse ich den Köter zu Hause. Warum regnet es jetzt? Na schön. Es ist nämlich so dieses Problem, diese blöde KI, die rennt dir dann nämlich immer in den Weg und du versuchst dich zurückzuziehen, aber die stehen immer noch da. Hey, halt mal kurz die Klappe. Ich hab was gehört. Und das wäre nicht das erste Mal, dass ich gestorben bin, weil so eine blöde KI im Weg stand. Das nennt sich dann dein Begleiter. Hab dich. Oder auch nicht. So. Also kommt halt bei mir auch mal der ein oder andere Fluch zustande. Und naja, wie gesagt. Gewöhnt euch am besten dran, aber sobald der Hund weg ist, passiert das ja dann nicht mehr, weil ich ja dann keine Begleitung mehr habe, die mich blockiert. Also, Win-Win-Situation. Leichtbau, Lederrüstung, Harnisch. Leder, Leder. Leichtbau, Lederrüstung, Harnisch. Schlechter. Okay. So, dann gucken wir doch mal, was unser legendärer Raider für uns hat. Dualand, Lederrüstung. Das bedeutet, bei einem Nahkampfangriff bei einem Treffer zu entwaffnen. Ach, okay. Also Schrott. Metallrüstung, leichte Kleidung. Schade. Geschafft. Fusionszelle, okay. Oh, hier geht's auch durch. Das wär's. Na nü? Ah, ein Fusionskern. Okay. Gibt es einen Fusionskern, ey? Ja, okay. Ein bisschen kann ich noch mitnehmen. So, dann würde ich sagen, gehe ich mal jetzt da oben raus, wo man normalerweise reinkommt. Und dann schauen wir mal, was passiert. Halt. War hier nicht noch irgendwas? Ach nee. Das ist einfach nur ein Seiteneingang hier. Wie praktisch. Okay. So, wenn ich mich nicht täusche, da hinten, genau. Weil, ja, wie gesagt, normalerweise kommst du hier halt lang und dann wunderst du dich erstmal, warum hier so ein Scheinwerfer ist, wenn gar keine NPCs da rumstehen. Interessiert nicht. Okay, gut. Speichern wir nochmal und dann gucken wir mal, was wir hier erreichen können. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ich jetzt ein etwas größeres Problem kriege als sonst. Es ist doch recht dicht. Was denn?
belagert. Hau zu. Was ist denn jetzt mit der Tür kaputt? Ach nö, nicht der Bug schon wieder. Die Türen funktionieren jetzt, glaube ich, nicht mehr. Gedämpft behandelt. Oh! Siehst du, ich kann sie nicht mehr andrücken. Ich muss das Spiel neu starten dann. Also, dann Safe Game. Oh. Das Safe Game laden. Gegrillter Radhirsch. 25 Tragekapazität. Das klingt doch ganz in Ordnung. Dann nehme ich dir mal das Fleisch ab und den Totenkopfhalssuch. Ja, ja. Die hatte eine taktische Impro-Pistole. Schauen wir doch mal ganz kurz nach. Gehärtete taktische, taktisch gehärtete Impro-Pistole. Sie macht 20 und mit Stechabzug macht sie 16. Dann nehme ich erstmal lieber die hier. Zu Hause kann ich sie dann nämlich zusammenwursten. Weil dieses CPC ist echt zum Kotzen. Bei mir wird es ganz anders laufen, Kollege. Ah, Impro-Scharfschützengewehr. Metallrüstung, Metallrüstung, Metallrüstung. Steht auch so. Was macht denn das? Gar nichts. Einfach nur so ein Ding mit langem Kolben. Und einem Zielvisier oben drauf. Oh, ein paar 38er haben wir wieder gefunden. Das ist sehr gut. Okay. Ich werd grad erst warm. Warum kann ich den nicht treffen? Wird sehr interessant gegen meine erste Todesgrade mit einer 38er. Auf Schwierigkeitsgrad schwer. Ich glaube nicht, dass ich das so leicht hinkriege dann. Habe ich dir gerade nicht irgendwas abgeschossen? Ich habe dieses gehört. Hier ist Dogmeat. Aha. Gucken wir mal. Da ist der Turm. So, ein bisschen Munition sparen hier an der Stelle. Beziehungsweise das Ganze mal etwas taktischer angehen. Die Pistole. Ach, das ist... Oh. Guckt euch den Schaden an, aber die brauche ich nicht, weil die scheiße ist. Das ist Munitionsverschwendung. Also es lohnt sich eher dann das Scharfschützengewehr zu nehmen, als diese komische Repetierpistole, weil das ist einfach nur ein Scharfschützengewehr in kurz. Wenn ihr so wollt. Oder man kann sagen, eine Pistole mit einem 308er Kaliber. Wo geht's denn hier rein in diese komische Kackhütte? Wo ist er denn? Hm, dann nicht. Ja, ja, interessiert nicht. Radaway, Kakerlakenfleisch. Irgendwo rennt noch einer mit der Doppelläufen rum. Mit dem Zwilling. Scheiße, hab sie verloren. Ganz sicher?
Da kriegen wir dann nochmal einen Fusionskern. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Ja, ja. Warte. Das ist. Da ist er. Komm schon her, du Wichser! Und. Erledigt. So. Red Away, Level Up. Ach ja, stimmt. So, jetzt muss ich nochmal schauen. War hier hinten nicht auch nochmal irgendwie so eine... Wer sagt's denn? Sogar mit Fusionskern. Kann man gleich nochmal ein bisschen mehr tragen hier. Aber für die werde ich mir auf jeden Fall nochmal so eine Mod holen, damit die, nicht der Energieverlust. Der Energieverbrauch nicht so hoch ist beim Rennen. Weil hier verbrauchst du nämlich irgendwie für eine gewisse Strecke Rennen. Oder sagen wir mal 70% der Energie, wenn du rennst, geht fürs Rennen drauf. Also wenn du dich bewegst halt. Deswegen im Grunde genommen renne ich mit diesen Teilen eigentlich fast nie, bis ich den Nuklearphysiker habe. Damit man da wenigstens so ein bisschen Freiheit hat. So. Aber ich schätze mal, hier, da haben wir nochmal eine Lederrüstung, die kann ich mitnehmen. Das war's dann. Ab nach Hause und die ganze Scheiße abladen hier. Vault-Tech. Stärke repräsentiert deine physische Kraft. Deine rein physische Kraft. Das ist, da fehlt aber auch wieder das rechte Bein, ne? Hatte ich nicht schon eine? Ha. Könnte schwören, ich hätte schon eine gehabt. Nee, aber ich hatte noch keine. Das war die erste. Links, links, links. Nimm mal deinen Fusionskern, damit hier nichts passiert. Ja, passt schon. Lassen wir die mal einfach da stehen erstmal. So. Kann weg. Das können wir auch mal minimieren. Da ich sie ja nicht mehr trage, kann ich es auch wegmachen. Hier die ganzen Metallrüstungen. Gedämpft behandelt. Genau, das wollte ich sowieso nochmal jetzt schauen. Weil alles, was ich jetzt nicht anziehe, kann ich dann nämlich schrotten. Schmutzige Uniform. Dann machen wir erstmal. Machen wir erstmal die alte weg. Das kommt rein. Das eine kriegt Dogmeat. Das war jetzt falsch, aber ist egal. Dann kriegt er das halt doch nicht. Zurück. So. Die ist besser. Gedämpft, behandelt, nehmen wir rein. Die ist schlecht und die ist auch schlecht. Und alles, was ich jetzt nicht ausgerüstet habe, ich weg. Passt. Wo ist denn der Hund? Hey, dorthin! Kommst du mal bitte? Ja, ja, da zieht er schon die Ohren ein. Der Weiße hat wieder was falsch gemacht. So. Also kommen wir hierzu. Licht weg, Licht weg, Licht weg. Da habe ich eine drinnen. Impro-Gewehr. Standard, Standard, kurz, Standard, kann weg. Repetiergewehr. Ja, ist der gleiche Scheiß. Das ist dieses Scharfschützengewehr von eben nur ein bisschen ausgebaut. Jagdgewehr kann weg mit Bajonett. Leicht. Leichter Verschluss. Okay. Mit Leuchtvisier abgestimmt. Abgestimmter Verschluss. Okay.
Das andere war gehärtet oder mächtig, deswegen... Da kommst du weg. 10 mm gehärtet, das ist meine. Schnell, leicht, Impro-Scharfschützengewehr. So, leichter Verschluss. Interessiert mich nicht. Leichter verlängerter Lauf. Stummellauf. Gewehrkolben, Standardgriff. Ich nehme ihn einfach mal mit. Schnelllademagazin habe ich schon. Kurzreichweiten, Zielfernrohr, interessiert mich nicht. Schnell, leicht, Impro-Pistole. Liegt weg. Taktisch gehärtete Verschluss, Standardverschluss. Scharfschützengriff, Standardgriff. Reflexrevisier, interessiert mich nicht. Habe ich schon, brauche ich nicht. Taktische Impro-Pistole. Weg. Mächtiger Verschluss. Das könnte sogar besser sein als das, was ich habe. Und das Reflexvisier hätte ich gerne. Ja, geht die Feuerrate runter, aber es macht mehr Schaden. Scheiße. Ich glaube... Aber habe ich nicht gerade... Nee, gehärtet habe ich gefunden, ne? Nee, dann nicht. Dann lassen wir das so. Verlängerter Lauf. Verlängerter leichter Lauf. Überlegene Rückstoßdämpfung. Erhöhte Rückstoßdämpfung, verringerte Präzision aus der Hüfte. Nee, dann kann ich das leider so nicht übernehmen. Präzision aus der Hüfte. Schnelllademagazin, Leuchtvisier. Kann ich irgendwas anbringen? Nee. Okay. Einzahlen. Dann. Die Cocktails. Die Scheiße. Die Splittergranate. Ich müsste noch irgendwie Essen haben, dass ich eins hier zahlen kann. Ach ja, ich habe noch Rüstung gekriegt jetzt hier. Hier. Blutpaket, Fleisch von Mischlingshunden. Da kann man dann später noch eine Köterkeule draus machen. Den Mais packe ich rein. Psycho. Ja, den Stealth Boy, sowas brauche ich nicht. Halt, komm mal her, Hund. Hey, da. Wie geht's dir, Kumpel? Geh. Warte zu Hause auf mich. Sanctuary Hills. Tätigen. Da. Dann werden wir den nämlich los. Und ich bin eigentlich wieder so gut wie startbereit. Hab die Schrotflinte drin. Die 10 mm eigentlich kann ich sie auch hier lassen. Aber ja. So viel wiegt sie ja nicht. Da ist alles richtig. Hier müsste auch alles richtig sein. Ja, das Diverse kann ich nochmal ein bisschen aussortieren. So, schlafen wir mal ein bisschen. Gut ausgeruht. Gut. Ein Level-Up nochmal eben fix. Da wollte ich... Wollte ich es in den schon... Intelligenz oder... Sind wir halt ein ganz cleverer. Gut, speichern.